Freunde, ich hab's auch endlich zum Strand geschafft. Wie ihr im Hintergrund seht, ein königlicher Strand sogar. So eine halbe Stunde ist es von Lissabon entfernt. Estoril nennt sich die Zughaltestelle. Ihr könnt euch so ein Aufladeticket quasi holen. Das kostet 50 Cent. Und da könnt ihr dann immer eure Fahrten drauf packen und die sind wirklich spottbillig. Für die meisten Portugiesen ist es wahrscheinlich noch zu kalt, das merkt man immer. Also ziemlich jeder, der mit kurzer Hose und kurzen Ärmeln rumläuft, der ist nicht Portugiese, sondern Turi. Essen gehen? Völlig absurd. Really? Thomas, die kleine Lokomotive in Portugal. Really? Love and married, love and married, go together like the horse and rabbit. Golden Gate Bridge hat dieselbe Farbe wie meine linke Schulter. Kann es wirklich Liebe sein? In meinem Kopf klang das irgendwie passend. Seht ihr den Typen da oben? Das passiert, wenn ihr wie in Breaking Bad in so ein Dixie-Klo reinfallt, aber dann erstmal eine Nacht in der Soße schlaft. Nicht gut, nicht schön. Wobei, gibt einen Fetisch für alles, ne? Ich liebe es ja, wie die Portugiesen einem so in Jacke und Schal entgegenkommen, während man selber in kurzen Ärmeln und kurzer Hose unterwegs ist. Anyway, heute letzter Tag, der Samstag. Und dienstags und samstags findet hier in Lissabon an einer bestimmten Stelle der Markt der Diebin statt. Der heißt so, weil früher da Schwarzmarktwaren verkauft wurden. Ich meine, vielleicht ist das ja heute immer noch so. Vielleicht finde ich da geklaute Amiibos. Wäre schon geil. Mensch. Hier war ich doch schon mal. Fucking Flohmarkt. Also bis jetzt habe ich Porno-Videokassetten in erster Reihe gesehen und Hakenkreuz-Literatur. Mal sehen, ob hier noch ein paar Schätze aufzutreiben sind. Nur mit euch und diesen Treppen Portugal. Beste Ausgrabungsstätte ever, oder? Voll antik hier alles und so. That ass. Thank you.
das Wasser zu trinken. Hm, immer noch. Hört ja gar nicht mehr auf. Das war's von meinem kleinen Trip durch Lissabon. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Leute kennt, Freunde oder Bekannte, die auch demnächst in diese Ecke runter wollen, dann empfehlt ihnen doch gerne dieses Video. Und wir sehen uns am Mittwoch zu einem neuen Review wieder. May the Lord, das bin ich, be with you. See ya.